was aufgeht, das finde ich sowieso gut. Aber ich kann ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz, dass man Geschäfte darauf macht, wo jetzt beispielsweise ein Glatt, wo ganz viele Leute rein könnten sein, oder? Dass wir im Gegensatz dazu dann die Restaurants öffnen, die ja eigentlich so viel Geld ausgegeben haben für das Schutzkonzept und wo meiner Meinung nach wirklich sehr gut gearbeitet haben. Das begreife ich nicht. Also ich finde es im Prinzip nicht schlecht, nur man sollte halt auch die Restaurants berücksichtigen, weil ja, die sind halt auch recht am Anschlag, oder? Ich finde es im Moment sehr gut, vor allem was nicht alles aufgeht, was man das etappenweise macht und schaut, wie die Zahlen jetzt auch sind. Und ja, mal, ich finde es gut vom Bundesrat, ja. Ich bin gemeinig wie Sie und ja, es ist halt komisch, weil alles so ist, man nicht machen kann, es wird langsam langweilig. Also ich habe bis jetzt immer schon gedacht, wenn ich die Lockerung ist sicher nicht schlecht, dass jetzt mal jedenfalls die Läden aufgehen. Aber für mich jetzt auch ein bisschen, die Restaurants und die Hotels, die haben vor der Lockerung, haben die auch super geschafft mit den Abständen von Tisch und Bänken und vier Leute am Tisch. Das habe ich auch gut gefunden. Und jetzt hätte man eben auch sollen ein bisschen vielleicht die Lockerung auch ein bisschen dort ein bisschen auftun. Und wäre vielleicht auch ein bisschen gut gewesen.